wird die Witwenrente auf die Grundrente angerechnet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema Grundrente ist ja seit dem 19. Februar 2020 geklärt. Die Grundrente wird kommen, und zwar zum 1. Januar 2021. Darüber wissen wir ja nun Gott sei Dank schon Bescheid. Anspruchsvoraussetzung für die Grundrente ist, wer mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen kann und nicht weniger als 30 oder nicht mehr als 80% des Durchschnittseinkommens in dieser Zeit, 33 Jahre bis 35 Jahre jährlich verdiente, kann mit einem Zuschlag auf seine bestehende Rente rechnen. Das ist so ganz grob der Einstieg in die Anspruchsvoraussetzungen. Es gibt aber auch eine Einkommensanrechnung. Das hatten wir auch schon in vorherigen Videos jetzt schon mal klargestellt. Und zwar die auf den Zuschlag der Grundrente angerechnet werden kann. Wir haben Freibeträge, das haben wir Ihnen auch schon mal erläutert. Das soll jetzt nicht unser Thema sein. Dieses Einkommen, Einkommensprüfung, wird nach dem neuen § 97a SGB 6 grundsätzlich erfasst. Und zwar das gesamte steuerpflichtige Einkommen. Und zwar ab einem gesetzlich vorgesehenen Freibetrag. Dazu zählt nicht nur das eigene steuerpflichtige Einkommen aus Arbeit oder selbstständiger Tätigkeit, Gewinn oder privaten Renteneinkommen, sondern auch der Anteil der eigenen gesetzlichen Rente und die der Steuerpflicht unterliegt, also der Nettorente sozusagen, inklusive dem steuerfreien Anteil der Rente. Damit ist jetzt auch klar, dass sozusagen alles, was an Einkommen uns zufließt, entweder mir persönlich oder dem Ehepartner, gerechnet wird. Und damit ist auch klar, dass die Witwen- oder Witwerrente als Einkommen herangezogen werden kann an die Grundrente und sozusagen es dazu führen kann, wenn sie über ihrem persönlichen individuellen Freibetrag liegen als Witwe oder als Witwer, dass ihnen dann möglicherweise die Grundrente hier gekürzt werden kann. Damit ist auch klar, dass die Witwen- oder Witwerrente hier bei der Grundrente auf den Grundrentenzuschlag angerechnet wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.